Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Johannes Kepler Universität und herzlich willkommen zur Vorlesung Lineare Algebra, einer der beiden Hauptvorlesungen im ersten Semester des Mathematikstudiums, neben der Analysis, die andere Hauptvorlesung. Mein Name ist Manuel Kauers. Ich bin hier Leiter des Instituts für Algebra und werde versuchen, zusammen mit meinen Mitarbeitern Sie durch dieses erste und zweite Semester zu begleiten und Ihnen in dieser Zeit etwas über lineare Algebra zu erzählen. Und wir werden das so machen, dass ich die Vorlesung als vorgefertigte Videos zur Verfügung stelle, von denen Sie jetzt dankenswerterweise auf das erste dieser Videos geklickt haben. Und dieses Format hat Vorteile und Nachteile, wie alles andere in der Welt auch. Ein Vorteil des aufgezeichneten Videos ist, dass Sie es anhalten können, um kurz über etwas nachzudenken, bevor es weitergeht. Oder Sie können auch zurückspringen und sich etwas nochmal anschauen, was beim ersten Mal vielleicht nicht, vielleicht zu schnell war. Sie können sich auch nach einigen Wochen das Video nochmal anschauen. Also das sind alles Vorteile, die Sie in einer Vorlesung nicht haben, wenn sie so wie sonst üblich im Hörsaal stattfindet. Es gibt aber auch Nachteile beim Video natürlich. Ein Nachteil ist, dass Sie können mich nicht einfach was fragen. Sie können mich nicht unterbrechen. Sie können zwar was fragen, aber ich höre das dann nicht und rede einfach weiter. Das ist ein bisschen schwierig. Also die halte diese Vorlesung jetzt nicht zum ersten Mal, sondern seit mehreren Jahren. Und ich werde versuchen, in den Videos das genauso zu machen, wie ich es in den vergangenen Jahren im Hörsaal gemacht habe. Und da sind ja schon die ein oder anderen Fragen aufgetreten. Und ich werde versuchen, mich daran zu erinnern, was an welcher Stelle gefragt wurde und das gleich mit zu erklären. Das wird aber natürlich nicht funktionieren, sondern Sie werden andere Fragen haben, weil man ja doch jedes Jahr es ein bisschen anders erklärt. Und wir brauchen dafür dann andere Kanäle. Also Sie haben das Konversatorium, in dem Sie Fragen stellen können. Sie haben auf jeden Fall die Übungen, in denen man Fragen stellen kann. Und Sie haben auch im Moodle ein Online-Forum, in dem Sie Fragen stellen können. Und wenn das alles nichts hilft, dann können Sie mir auch eine E-Mail schreiben. Und wir werden dann versuchen, das zu beantworten. Also, auch wenn jetzt in der Vorlesung keine Fragemöglichkeit besteht, fragen Sie trotzdem, nutzen Sie alle Kanäle, die Sie haben, denken Sie über die Sache nach und stellen Sie Fragen. Wenn Sie in der Lage sind, eine Frage zu formulieren, ist es oft schon ja, ein Zeichen dafür, dass man ein bisschen was verstanden hat, weil gefährlich ist es, wenn Sie in eine Situation kommen, wo alles so diffus ist, dass Sie nicht einmal mehr eine Frage stellen können. Sollten Sie versuchen zu vermeiden, indem Sie uns, wie gesagt, fragen in allen möglichen Varianten. Oder eben, und nicht oder, und auch mit ihren Kollegen und Kolleginnen diskutieren, die die Sachen auch zum ersten Mal sehen. Und dann hat der eine vielleicht das verstanden, der andere hat das verstanden. Und durch das Miteinander reden werden die Dinge dann, erstens werden die Dinge klarer. Das ist ja das Ziel überhaupt der Vorlesung. Und zweitens lernen sie dann aber auch über die Dinge zu sprechen. Und das ist auch ein Ziel der Vorlesung. Ein anderer Nachteil der aufgezeichneten Videos ist, dass es vielleicht eine Versuchung gibt, ein Video nicht jetzt anzuschauen, sondern irgendwann später, heute Abend oder morgen oder vielleicht übermorgen, und dann morgen zu sagen, ja, nee, heute nicht, sondern wieder morgen. Und man schiebt es dann so vor sich her. Und da würde ich Sie dringend vorwarnen, dass so zu praktizieren, denn die Masse an Informationen, die in einer Vorlesung vermittelt wird, ist erheblich größer als das, was Sie
aus der Schule gewohnt sind. In einer Unterrichtsstunde wird viel weniger vermittelt als in einer Vorlesung. Und wenn Sie sich das alles nach hinten aufschieben, dann kommt da so viel zusammen, das können Sie dann so schnell nicht mehr verarbeiten, wenn Sie es alles in einem Schwung anschauen wollen. Es ist auch so, dass die meisten Personen, die ein Studium abbrechen, weil es zu viel wird, es scheitert meistens dann nicht daran, dass diese Personen nicht intelligent genug für das Studium sind, sondern es scheitert dann an so Dingen wie Disziplin und Organisiertheit und solchen Sachen. Also fassen Sie auf, dass Sie aufgrund der jetzt etwas anders als üblichen Situation nicht daraus einen Nachteil sich daraus ein Nachteil entwickelt. So, jetzt habe ich ein bisschen geredet schon, aber noch nicht viel gesagt. Ich sollte jetzt vielleicht einmal sagen, worum geht es eigentlich in der linearen Algebra? Das wäre ein naheliegender Anfang für eine Vorlesung. Aber das kann ich Ihnen so jetzt nicht so ohne weiteres sagen. Also ich kann Ihnen sagen, worum es in der Analysis geht. Das ist eben die andere große Vorlesung im Mathematikstudium, im Anfang des Mathematikstudiums. Und in der Analysis ist es sehr einfach, das zu beantworten. In der Analysis geht es um die reellen Zahlen, die Theorie der reellen Zahlen und die Eigenschaften der reellen Zahlen und die Eigenschaften von Funktionen von reellen Zahlen in reelle Zahlen. Die sind dann zum Beispiel stetig oder es gibt Ableitungen und Integrale und Grenzwerte und Dinge, die man damit machen kann. Und all diese Dinge sind Gegenstand der Analysis. Okay, also das lässt sich einigermaßen leicht umreißen. Aber worum geht es jetzt in der linearen Algebra? Das ist ein bisschen schwieriger, das zu sagen. Und um das zu sagen, muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar so ungefähr 3 Wochen lang. Machen wir mal eine grobe Arbeitsdefinition und sagen, in der linearen Algebra geht es um alles andere als in der Analysis. Die Analysis macht reelle Zahlen und so. Und dann besteht aber die Mathematik nicht nur aus reellen Zahlen, sondern auch noch aus irgendwas anderem. Und wir machen mal die erste Arbeitshypothese. Alles das, was nicht zur Analysis gehört, das gehört zur linearen Algebra. Und wir werden dann diese Arbeitshypothese im Laufe des Semesters durch präzisere Fachbezeichnungen oder Fachdefinitionen, Spezifikationen ersetzen, werden dazu mehrere Anläufe brauchen und naja, vielleicht haben wir dann ganz am Ende des Semesters eine Vorstellung davon, was eigentlich das Ziel oder was das Thema der linearen Algebra ist. Also wie gesagt, ich muss ein bisschen eine Infrastruktur herstellen, wir müssen irgendwo anfangen und die ersten Vorlesungseinheiten, so etwa 3 bis 4 Wochen, werde ich Ihnen etwas über formale Grundlagen erzählen, bevor wir dann wirklich in die lineare Algebra einsteigen sollen. Und bevor ich damit jetzt anfangen möchte, dann noch ein Wort der Warnung sagen, erschrecken Sie da jetzt nicht. Es ist leider so, dass man die Wahl hat für die Vorlesung. Entweder ordnet man sie so thematisch an, wie in der Mathematik eine Theorie aufeinander aufbaut, und dann muss man halt mit der unteren Etage anfangen und kann dann Dinge aufbauen, so wie sie inhaltlich zusammenhängen. Oder man lässt diesen Aufbau beiseite und macht einfach die einfachen Dinge mal am Anfang und dann die schwierigen Dinge so ganz kurz vor der Klausur, wo man dann keine Zeit mehr hat, sich mit ihnen zu befassen, nur damit am Anfang die einfachen Dinge kommen. Also das werde ich jetzt nicht machen. Ich werde es so machen, wie es der inhaltlichen Struktur der Mathematik entspricht. Wir beginnen mit den fundamentalen Dingen, mit den fundamentalen Dingen. Und das sind halt jetzt leider nicht die einfachsten. Ich möchte Sie bitten, da jetzt nicht gleich zurückzuschrecken und denken, oh je, ich verstehe das jetzt gar nicht, sondern bewahren Sie Ruhe.
Selbst wenn sie da jetzt nicht alles verstehen, es ist so also ein bisschen wie, wenn man auf der Plantage eine Banane pflückt, dann ist die erst einmal grün, aber die wird dann verschifft und wenn sie dann bei uns im Supermarkt liegt, dann ist sie eh gelb. Also die Dinge, die ich Ihnen jetzt in den ersten paar Wochen erzähle, es genügt, wenn wir die bis zum Ende des Semesters dann verstanden haben, wenn wir sie mehrmals in verschiedenen Anwendungssituationen bis dahin gesehen haben. Also es muss nicht alles immer sofort klar sein, sondern versuchen Sie mir irgendwie zu folgen, ungefähr den roten Faden zu sehen, und dann schnappen Sie hier ein bisschen auf und da ein bisschen auf und vielleicht schauen Sie sich dann später das Video noch einmal an, und verstehen irgendwelche anderen Dinge und so fügt sich dann mit der Zeit, hoffentlich dann ein Bild, zusammen. Also ich sage das, weil die Erfahrung zeigt, dass die ersten Vorlesungseinheiten nicht als die angenehmsten empfunden werden. Das liegt aber nicht daran, dass ich Ihnen zeigen will, wie toll ich hier Mathematik betreiben kann, sondern es liegt einfach daran, dass da jetzt eine Knickstelle ist im Umstieg von der Schulmathematik auf die Hochschulmathematik. Und diese Knickstelle ist halt mit gewissen Schwierigkeiten verbunden. Aber das kriegen wir hin. Ich werde mich bemühen, mich möglichst zurückzuhalten und nicht zu übertreiben. Und auch meine Mitarbeiter in dem Konversatorium und in den Übungen haben nicht das Ziel, sie jetzt irgendwie zu erschrecken mit komplizierten mathematischen Dingen und sie zu beeindrucken mit, was sie alles wissen, sondern wir wollen ihnen das wirklich erklären, so dass sie selbst damit einen Bezug dazu entwickeln. Und mit den Dingen umgehen können und nicht nur irgendwie nachmachen, was ich hier vorführe, sondern das wirklich selbst auch verstehen. Nicht nur, was ich mache, sondern auch, warum ich das mache. So, jetzt habe ich ja wirklich genug geredet. Rede aber jetzt noch ein bisschen weiter, aber jetzt mal über inhaltliche Dinge. Und es ist ja in der Mathematik so, dass wir Dinge sehr präzise haben wollen. Also es geht darum, Strukturen, Zusammenhänge zu erklären und zu beschreiben. Und dafür Formalismen zur Verfügung zu stellen, mit denen man Zusammenhänge und Strukturen eben beschreiben kann. Und da geht es um irgendwelche Objekte meistens, die irgendwelche Eigenschaften haben, zum Beispiel Zahlen. Zahlen können positiv sein oder negativ sein. Und man kann mit Zahlen rechnen, die kann man addieren und multiplizieren. Und dann kann man sich jetzt fragen, was passiert mit Positivität, wenn ich irgendeine Rechnung mache, bleibt die dann erhalten oder weiß ich es dann nicht oder kommt es drauf an oder wechselt sich das? Und so. Das sind halt dann so Gesetzmäßigkeiten, die in der Natur der Zahlen liegen, aber auch in den Zusammenhängen, weil größer. Und mal, das ist ja was nicht eine Eigenschaft von einer einzelnen Zahl ist, sondern irgendwie etwas, was zwischen den Zahlen an Beziehungen besteht. Solche Beziehungen, die zu beschreiben, ist die Aufgabe der Mathematik. So, und dann muss es aber jetzt nicht nur um Zahlen gehen, sondern es kann um andere Dinge auch gehen, zum Beispiel Mengen. Eine Menge ist auch ein sehr fundamentaler Grundbegriff. Also man könnte sagen, es ist der fundamentalste Grundbegriff überhaupt. Und bei einer Menge ist irgendwie die Idee, wenn ich eine Menge habe, dann steht für jedes Objekt, das prinzipiell denkbar ist, fest, gehört es zu der Menge, dann ist es ein Element oder gehört es nicht zu der Menge, dann ist es kein Element. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich habe hier die Menge A gleich 1, 2, 3. Die enthält drei Elemente, nämlich 1, 2 und 3. Dann würde ich sagen, 1 ist ein Element von A und 4 ist kein Element von A. So, also das ist das Prinzip der Menge. Eine Menge weiß nur, was ihre Elemente sind und was nicht ihre Elemente sind. Mehr weiß die Menge nicht. Die Menge weiß nicht,
Zum Beispiel etwas über die Reihenfolge. Wenn ich das so hinschreibe, schreibe ich zwar 1, 2, 3 hin, aber wenn ich 3, 2, 1 schreiben würde, das wäre trotzdem die gleiche Menge, denn alles, was ich hier ausdrücke, ist, dass die Elemente 1, 2 und 3 sind, aber nicht in welcher Reihenfolge die da drin stehen. Und ich drücke auch nicht aus, wie oft die da drin sind. Könnte man auch irgendwie. Man sagt 1, 1, 2, 3, das ist trotzdem wieder dieselbe Menge. Also eine Menge weiß wirklich nur, was gehört dazu und was gehört nicht dazu. Und so wie Sie hier sehen, kann man eben ein mathematisches Objekt, wie zum Beispiel dieses Menge A, oft auf verschiedene Weise schreiben und es ist trotzdem dasselbe Objekt. Also das ist durch dieses Gleichheitszeichen hier beschrieben, ist aber nichts anderes als was Sie auch wissen, wenn Sie wissen ja, dass 3 Sechstel dasselbe ist wie 2 Viertel. Als Bruch, ja, und da haben Sie das aber auch. Da haben Sie hier ein mathematisches Objekt, also eine Zahl, und hier auch. Und die sehen zunächst anders aus, aber aufgrund von irgendwelchen Konventionen, wie diese Notation zu verstehen ist, das muss man dann festlegen. Aber und bezüglich dieser Notation, unter Berücksichtigung dieser Notation, handelt es sich links um dasselbe Objekt wie rechts. So, und was sind jetzt die Elemente einer Menge? Naja, das können irgendwelche Dinge sein. Hier waren es jetzt Zahlen, aber es können irgendwelche Objekte, Elemente der Menge sein. Zum Beispiel Autos. Ich könnte sagen, P ist gleich die Menge aller Autos, die zu einem bestimmten Zeitpunkt, sagen wir zum Beispiel jetzt, auf dem Uniparkplatz sich befinden. Ja, das wäre auch eine Menge, die enthält jetzt dann keine Zahlen, sondern die enthält Autos. Das ist auch gut. Und um es jetzt ein bisschen lustiger zu machen, ist eine Menge selbst ist ja auch ein Objekt, ein abstraktes Objekt, ein formales Objekt, ein Objekt im Universum der Mathematik. Und wenn eine Menge irgendwelche Elemente enthalten kann, irgendwelche Objekte als Elemente haben kann, dann auch Mengen. Das kann man ausnutzen, um Verwirrung zu stiften. Machen wir das mal ein bisschen. Also zum Beispiel das hier ist eine Menge, die eine Menge enthält und diese Menge ihrerseits enthält das Element 1. Also das heißt, das ist eine einelementige Menge. Und da müssen Sie aber jetzt aufpassen, das hier ist etwas anderes als diese Menge hier. Das ist auch eine Menge, die nur ein Element enthält, aber die Menge auf der rechten Seite enthält das Element 1 und die Menge auf der linken Seite, die enthält auch nur ein Element, aber dieses Element ist eine Menge. Und eine Menge ist was anderes als eine Zahl. Ja, das ist nicht dasselbe, weil das Element, was hier drin ist, auf der linken Seite, ist etwas anderes als das Element oder das Objekt 1. Und das darf man nicht durcheinander werfen. Das eine ist eine Menge, das andere ist eine Zahl. Die Dinge können nicht gleich sein. Okay. Man könnte aber sagen, hier würde ich sagen, 1 ist Element von der Menge, die die 1 enthält. Und hier könnte ich auch sagen, die Menge, die die 1 enthält, ist ein Element von der Menge, die die Menge, die die 1 enthält, enthält. Das ist richtig. Das ist auch richtig, das ist richtig. Aber 1 selbst ist kein Element, nicht ein Element von der Menge, die die Menge, die die 1 enthält, enthält. Okay. Ja, und das können Sie jetzt beliebig tief verschachteln, wenn Sie wollen. Also können Sie sagen, die Menge, die die Menge, die die Menge, die die 1 enthält, enthält, enthält. Das wäre auch eine Menge, die enthält ein einziges Element, nämlich dieses Element. Das ist das Element, das wir vorher schon gesehen haben. Das ist auch wieder eine Menge, die ein einziges Element enthält, nämlich eine Menge, die ein einziges Element enthält, und zwar die 1. Ja, und das sind aber alles verschiedene mathematische Objekte, die man besser sauber voneinander unterscheidet und auseinanderhält. Denn wenn man sagt, ja, das ist eh alles dasselbe, dann fällt einem das früher oder später auf die Füße.
weil man sich dann in Widersprüche verwickelt oder Missverständnisse produziert und die Kollegen dann nicht mehr wissen, was meint der eigentlich? Meint er jetzt die Menge oder meint er das Element oder irgendwas? Und das ist der Sinn, warum wir mathematische Formalismen verwenden, ist genau das Ziel, solche Missverständnisse zu vermeiden. Aber dazu muss man den Formalismus eben auch lernen, richtig einzusetzen. Okay, und das werden wir üben und trainieren im Laufe des Semesters. Da geht es halt zum Teil um Notationsfragen. Also was heißt das zum Beispiel, wenn ich so geschweifte Klammern mache? Naja, da meine ich halt die Menge. Aber es geht auch um inhaltliche Dinge. Zum Beispiel muss man aufpassen, wenn ich jetzt mit Mengen hantiere. Ich beschreibe eine Menge einfach dadurch, dass ich sage, welches sind ihre Elemente, was sonst dann alles andere sind dann nicht die Elemente und eine Menge ist halt dadurch festgelegt, was sind die Elemente. Wenn ich das so unpräzise dahin sage, dann kann ich jetzt sind wir 20 Minuten, kennen wir uns schon und kann aber jetzt schon einen Widerspruch produzieren. Und zwar, wenn ich sage, A ist gleich. Sorry, ich setze fest, A ist gleich die Menge, so wie oben ich beschreibe das verbal, so wie oben mit den Autos, ist die Menge aller Mengen. Ja, also das ist eine Menge, deren Elemente sollen Mengen sein, und zwar ziemlich viele, also irgendwie alle, aber nicht alle, sondern nur ich schränke das noch ein bisschen ein, sonst wird es ein bisschen zu viel. Alle Mengen mit der Eigenschaft. Dass sie sich nicht selbst enthalten. Also eine Menge enthält die sich nicht selbst, haben wir ja vorher gesehen oder können wir hier noch ergänzen. Also 1, die Menge, die die 1 enthält, ist kein Element von der Menge, die die 1 enthält. Das ist klar. Es ist die Menge hier auf der rechten Seite hat nur ein Element, nämlich die Zahl 1. Und das, was da links steht, ist nicht die Zahl 1, also ist es kein Element von der Menge, die rechts steht. Also es sieht ein bisschen aus, als hätte ich hier gar keine Einschränkung getroffen, weil ich will hier mit A bezeichnen die Menge aller Mengen mit dieser Eigenschaft, dass sie sich nicht selbst enthalten. Also falls es irgendwo noch eine Menge gibt, die sich selbst enthält, die soll bei A nicht dabei sein. Kann man dann diskutieren, kann es das überhaupt geben oder nicht. Aber bevor wir das diskutieren, schauen wir uns mal an, die Question, ist A ein Element von sich selbst? Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ja oder nein. Also erster Fall, falls A ein Element ist von sich selbst, dann erfüllt es ja die Eigenschaft, die alle Elemente von A haben müssen oder die ein Element haben muss, um Element von A zu sein. Aber das ist die Eigenschaft, sich nicht selbst zu enthalten. Also dann ist A nicht Element von sich selbst nach Definition von A. Weil die Definition von A war ja, es soll die Menge von allen Mengen sein, die sich nicht selbst enthält, die sich nicht selbst enthalten. Und wenn wir jetzt sagen, A ist eine solche Menge, die sich nicht selbst enthält, weil sie eben ja, da drin liegt, dann enthält sie sich nicht selbst. Das kann aber nicht sein, weil, also da sage ich jetzt, wenn A in A ist, dann ist A nicht in A. Das ist ein Widerspruch. Das ist doof. Das kann nicht sein. Also ein Objekt ist entweder drin oder es ist nicht drin. Wir machen hier keine Quantenphysik, wo es irgendwie so verschränkte Zustände gibt, sondern entweder ist es drin oder ist es nicht drin. So, also hier, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass A ein Element von sich selbst ist, weil sonst wäre es doch kein Element von sich selbst, aber das haben wir ja gesagt, das haben wir gerade gesagt. Ja, okay, also da drehen wir uns dann. Gut, dann
Wenn das aber dieser Fall nicht eintritt, dann muss das Gegenteil der Fall sein. Erster Fall, zweiter Fall ist dann, das ist aber auch nicht besser, denn wenn ich A nicht Element A habe, dann kann ich schauen, aha, dann ist das A eine Menge. Ja, das A ist eine Menge, die sich nicht selbst enthält. Ja, dann müsste es aber zu A gehören. Denn A ist nach Definition die Menge aller dieser Menge, die sich nicht selbst enthalten. Also das ist jetzt sehr, sehr komisch, oder? Also dann ist A in A ebenfalls nach Definition von A. Und das ist auch Unsinn. Aber andere Situationen gibt es nicht. Also entweder ist das A ein Element von sich selbst, aber das kann nicht sein, oder es ist kein Element von sich selbst, aber das kann auch nicht sein. Ja, was bleibt denn da noch übrig? Irgendwo haben wir irgendwas haben wir falsch gemacht. Irgendwas Verbotenes müssten wir getan haben, irgendwas, was mathematisch keinen Sinn macht, sonst kann man nicht in Widersprüche kommen. Die Mathematik an sich ist widerspruchslos, nach allem, was wir heutzutage wissen. Und wenn wir hier jetzt eben in so einen Widerspruch laufen, dann muss man zurückgehen und gucken, wie ist der entstanden, wo kommt der her? Also hier kommt der jetzt natürlich im letzten Schritt dadurch, dass da irgendwas mit der Definition nicht hinhaut. Es könnte auch sein, dass wir hier einen Fehler im Argument haben, aber das Argument stimmt. Also muss mit der Definition irgendwas nicht hinhauen. Aber ich habe ja gesagt, eine Menge ist dadurch festgelegt, was dazugehört und was nicht dazugehört. Und hier ist es eindeutig festgelegt, was dazugehören soll und was nicht. Also gegen welches Gesetz haben wir verstoßen? Naja, also wir haben irgendwas Verbotenes getan. Und wenn Sie Jura studieren würden, dann würden Sie den Grundsatz lernen, alles, was nicht verboten ist, explizit verboten ist, ist erlaubt. Und hier möchte ich ein bisschen darauf hinweisen, in der Mathematik ist es umgekehrt. In der Mathematik ist es so, alles, was nicht explizit erlaubt ist, ist verboten. Das heißt, bevor wir hier überhaupt anfangen, Mengen hinzuschreiben, sollten wir erstmal uns darauf einigen, was ist eigentlich erlaubt? Was soll eine gültige Menge sein? Was ist eine zulässige Menge? Und wie kann ich Mengen bilden? Und da ist das, was wir bisher gesagt haben, ja, es gibt Elemente und die sind drin oder nicht drin. Das ist so eine Intuition, eine informale Beschreibung, mit was wir uns unter dem Begriff vorstellen, aber das taugt nicht als formale theoretische Grundlage, auf der sich dann eine Theorie aufbauen lässt, weil da gibt es dann eben solche Fälle, wo man sagt, naja, das haben wir aber jetzt nicht kommen sehen. Ne? Also das heißt, wenn wir mit Mengen hantieren wollen, und das wird sich jetzt nicht vermeiden lassen, dann müssen wir über Mengen reden in der nächsten Zeit, dann sollten wir vorher einmal festlegen, wie sind denn Mengen überhaupt definiert? Ja? Und zwar ganz präzise und formal. Und wie würde man das machen? Eine formale Definition des Begriffs der Menge. Naja, also was ist eine Definition? In der Mathematik gibt es Definitionen und Sätze. Das sind so die Grundbausteine. Und eine Definition ist einfach nur eine Festlegung eines Begriffs. Es gibt einen bestimmten Zusammenhang oder einen Typ von Objekt, die so oft auftritt, dass man nicht immer die Beschreibung komplett sagen will von dem Ding, sondern man gibt dem einen Namen und sagt, immer wenn das so und so ist, dann nennen wir das Baum oder so. Und dann wissen alle, wenn das festgelegt ist, das ist die Definition. Wenn ich Baum sage, dann meine ich das, was ich vorher festgelegt habe in der Definition, was unter dem Begriff Baum zu verstehen ist. Und bei einem Satz, das ist was anderes. Bei einem Satz ist so, da machen Sie eine Aussage, da sagen Sie etwas, das potenziell wahr oder falsch sein kann. Also zum Beispiel, alle Zahlen sind größer als 7. Das kann wahr oder falsch sein. Im Fall ist es natürlich sofort falsch und leicht als falsch zu erkennen. Aber sowas wäre, wenn es richtig ist, ein Satz. Und
Bei einem Satz ist dann also die nächste Frage, warum ist das wahr? Da braucht man dann einen Beweis. Werden wir dann auch noch sehen, wie das funktioniert. Und hier, wenn wir also jetzt Mengen erst einmal kreieren oder schaffen wollen, dann brauchen wir aber keinen Satz, weil das ist keine Behauptung und keine Aussage, sondern das ist eine Einführung eines Begriffs. Okay. Und wenn ich eine Definition mache, also einen Begriff einführen will, dann muss ich also sagen, Menge ist, wenn, okay, und dann kommt irgendwie der Text, der definiert, was ich unter einer Menge verstehe. Und in diesem Text ist, das ist jetzt auch wieder blöd, in diesem Text kommen jetzt andere Begriffe vor. Also ich kann jetzt nicht sagen, eine Menge ist, wenn, ja, okay, und dann müsste ich jetzt schon irgendwelche Begriffe kennen, mit deren Hilfe ich definieren kann, was ich unter einer Menge verstehe. Aber wo fängt denn das dann an? Wo kommen denn diese Begriffe her? Die müssen ja ihrerseits auch wieder definiert sein. Und dann, wenn ich dann immer weiter zurückgehe, wo komme ich denn dann auf den, wo komme ich dann mal auf sicheren Grund? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist aber dann keine Frage der Mathematik mehr. Wenn Sie da in die Richtung gehen, dann wird es sehr schnell Philosophie oder Logik oder so etwas. Das ist auch nett, aber nicht unser Thema. Wir müssen sagen, wir fangen mal irgendwo an. Und sagen, wir sind uns einig, Mengen wissen wir ungefähr, was damit gemeint ist. Es ist irgendwas, wo Elemente drin sein können oder nicht, aber wir wissen nicht so richtig ganz genau. Also ich kann Ihnen nicht definieren, was eine Menge ist, weil es ist der erste Begriff, den ersten Begriff, den muss ich irgendwie vom Himmel fallen lassen. Das ist unbefriedigend, weil damit haben wir jetzt das Problem da oben nicht gelöst, dass dass wir in der Gefahr sind, eine Menge hinzuschreiben, die dann aber widersprüchlich ist, die nicht ordentlich, wo nicht das Problem ist, dass der Mengenbegriff nicht ordentlich definiert ist, sondern hier ist die Menge selbst, diese Menge A, die ist nicht ordentlich definiert. Die Definition, das hier. Das ist ja eine Definition, das ist die Definition der Menge A. Und die ist nicht ordentlich, mit der ist irgendetwas faul. Und das müssen wir aber jetzt schon irgendwie eliminieren. Wir müssen uns festlegen, okay, wir wissen zwar nicht genau, was eine Menge ist, aber wir müssen uns darauf einigen, wie kann ich aus bestehenden Mengen neue kreieren? Welche Operationen erlauben es mir, Mengen zu beschreiben, welche Mengen gibt es? Und dann sagen wir, die Mengen, die es gibt, das sind alle die, die man mit den Konstruktionen bilden kann, die ich jetzt im Folgenden darstelle. Und das ist dann noch ein mathematisches Grundprinzip, was man halt nur ganz am Anfang einmal hat, das Prinzip des Axioms. Da legen wir einfach quasi Spielregeln fest, wie beim Schach, wo man sagt, na, der Bauer kann so ziehen und die Dame kann so ziehen. Das wird einmal ganz am Anfang festgelegt und dann sind sich alle einig, dass das die Spielregeln sind und dann kann man ganz viel über Schach reden. Und die Spielregeln werden dann nicht mehr in Frage gestellt und es, ja. Und so ist das jetzt hier auch. Wir müssen jetzt erstmal Spielregeln festlegen. Und ich will es nicht übertreiben. Man könnte das jetzt sehr präzise und formal machen, so dass wir uns das ganze Semester lang nur über den Mengenbegriff unterhalten. Das würde viel zu weit führen, weil es gibt noch ganz viele interessante andere Dinge, über die wir auch zu sprechen haben. Aber ich will Ihnen das ein bisschen zumindest andeuten, damit Sie sich eine Vorstellung davon entwickeln können, wie das Fundament aussieht, auf dem wir dann alles andere, was uns eigentlich eher interessiert, dann aufbauen. Okay? Also schauen wir uns die Axiome der Mengenlehre einmal an. Und hier ist also das Axiom. Okay? Das hat mehrere Teile. Die entsprechen mehreren verschiedenen Konstruktionen, wie man Menge machen kann.
Und das erste sagt, wenn Sie endlich viele Objekte haben, zum Beispiel n Objekte, A1, A2 und so weiter, das ist dann egal, was das ist, das können Mengen sein, es können auch Autos sein oder Zahlen oder irgendwas von gemischt, geht auch. Aber das erste Axiom war, das erste Axiom ist, endlich viele Elemente lassen sich immer zu einer Menge zusammenfassen. Also für jede Wahl von solchen A's gibt es eine Menge Groß A mit der Eigenschaft, dass, ja, und das hier, das müssen wir jetzt dann auch, das müssen wir sehr langsam lesen. Da kommt jetzt auch ein Symbol vor, das Sie vielleicht noch nicht gesehen haben, dieses hier. Das, lesen Sie das als für alle. Also hier steht, für alle Objekte x gilt, also das heißt nicht, ja, das heißt, für alle Objekte des Universums in der Rolle von x, ja, oder stellen, ja, es ist ein bisschen schwierig, das zu erklären. Wenn wir jetzt zusammen im Hörsaal sitzen würden, würde an der Stelle eine Diskussion ausbrechen. Dann würden wir sagen, was heißt das jetzt? Ich kann irgendwas hinschreiben, aber was soll das? Stellen Sie sich vor, Sie machen eine, wie beim Programmieren. Wenn Sie schon programmieren können, gibt es das Prinzip einer Schleife. Und stellen Sie sich das x vor wie eine Schleifenvariable. Und wir machen eine Schleife, die geht alle Objekte des Universums durch und hat x als Schleifenvariable. Und dann macht sie diese Behauptung hier. Also das, was hier in dieser Klammer steht, das ist eine Behauptung, die für alle x gelten soll. Also unabhängig davon, was Sie sich als x vorstellen, wenn Sie für das x durch irgendetwas ersetzen, völlig egal was, dann soll das hier gelten. Und zwar soll gelten, dass x ist genau dann, das hier da hier, das heißt genau dann, wenn, das hier, das heißt, dass das, was hier steht, ist etwas, das kann wahr oder falsch sein. Und das, was hier steht, ist auch etwas, das kann wahr oder falsch sein. Und das genau dann, wenn das dazwischen steht, das sagt, das Linke ist wahr, wenn das Rechte wahr ist. Und das Rechte ist wahr, wenn das Linke wahr ist. Und das Linke ist falsch, wenn das Rechte falsch ist. Und das Rechte ist falsch, wenn das Linke falsch ist. Okay, und dann können wir jetzt dann sehen, oh, jetzt, da gibt es dann noch ein Symbol, dieses Symbol hier, das heißt oder. Oder ist eine logische Grundoperation. Und hier sehen wir jetzt, dass das bedeutet, ein Objekt x ist ein Element der Menge, wenn das x gleich ist mit einem von den a's. Ja? Und dann habe ich durch diese Formel hier, das Ding hier nennt man, das ist eine Formel, das Ganze. Also eine Formel ist immer etwas, das wahr oder falsch sein kann. Also x Quadrat plus 5 ist keine Formel. Aber x Quadrat plus 5 größer als 0, das ist eine Formel. Ja. Und hier, das ist auch eine Formel. Formel ist was, das hier kann wahr oder falsch sein. Und hier fordere ich, dass es wahr ist, um damit zu beschreiben, was diese Menge A hier ausmachen soll. Okay, und ich habe dann also beschrieben, diese Menge A hier, deren Existenz die Behauptung dieses Axioms ist. Diese Menge A ist dadurch charakterisiert, dass ein Objektelement von A ist, genau dann, wenn es eins von diesen endlich vielen Objekten ist, die wir am Anfang genommen haben. Und diese Menge A soll immer existieren. Ja, und das ist das, was wir dann normalerweise mit diesen geschweiften Klammern schreiben. Also wenn ich habe es vorher ja schon in einem Beispiel gehabt, 1, 2, 3, das ist eine Menge, deren Existenz durch dieses Axiom hier gesichert ist, wo A1, A2, A3, das sind hier 1, 2 und 3. Und die geschweiften Klammern sagen eben, ich meine die Menge, die diese Dinge enthält und sonst nichts. Okay, dann könnten andere Dinge auch sein, das müssen nicht Zahlen sein, irgendwelche Dinge, zum Beispiel Dreieck, Kringel und Viereck wäre auch eine Menge. Oder eben die Autos oder auf dem Parkplatz oder sowas. Das sind immer endlich viele, da können Sie immer die können Sie immer zu einer Menge zusammenfassen. Und wir werden uns nicht darüber streiten, ob diese Mengen existieren oder nicht. Denn ich lege hier Kraft meines Amtes das Axiom fest, diese Mengen existieren. So.
gibt da noch einen Spezialfall, das ist der Fall endlich viele, kann auch gar keins bedeuten. Das ist dann die leere Menge. Also das ist die Menge, die gar nichts enthält. Ist trotzdem eine Menge. Die bezeichnen wir dann mit diesem Symbol, so ein durchgestrichener Null. Das ist die leere Menge. Okay, also damit sind alle Mengen, die endlich viele Objekte enthalten, deren Existenz ist gesichert durch dieses Axiom. Und dann brauchen wir als nächstes eine unendliche Menge auch. Also eine Menge brauchen wir, die unendlich groß ist. Und wir nehmen an, ja, wir nehmen dafür die Menge der natürlichen Zahlen. Also Sie kennen ja Zahlen aus der Schule, die natürlichen Zahlen sollten Ihnen vertraut sein. Sie kennen natürlich auch viele andere Zahlen schon, die ganzen Zahlen, die rationalen, die reellen haben Sie wahrscheinlich auch schon gesehen und die komplexen vielleicht sogar schon. Und interessanterweise brauchen wir alle diese Dinge in der linearen Algebra nicht. Es reicht, wenn wir die natürlichen Zahlen haben. Ich werde zwar von Zeit zu Zeit Ihnen Beispiele zeigen, und um Beispiele zu zeigen, da brauche ich halt dann doch irgendwie reelle Zahlen oder zumindest rationale Zahlen oder ganze Zahlen. Aber wenn Sie dann wollen, können Sie darauf achten, also bis zum Ende, zumindest bis zum Ende des ersten Semesters werde ich in der Theorie Zahlen gar nicht brauchen. Da können Sie dann jetzt gespannt sein, worüber ich die ganze Zeit rede, wenn nicht über Zahlen. Ja, werden wir sehen. Bleiben Sie dran. Es bleibt spannend. Okay, also hier, wir einigen uns darauf, dass es die Menge der natürlichen Zahlen gibt. Deren Existenz wollen wir nicht in Frage stellen. Wir nehmen auch an, wir wissen, was mit der Menge der natürlichen Zahlen gemeint ist. Und dann ist gut. Und wenn wir das hinterfragen würden, das würde dann wieder zu weit in Richtung der Philosophie oder der Logik oder der Mengentheorie gehen, die nicht wirklich Gegenstand unserer Vorlesung sind. Okay, dann gibt es noch ein Axiom und das Axiom sagt, ich kann Mengen immer vereinigen oder schneiden. Also wenn ich zwei Mengen habe, deren Existenz irgendwie gesichert ist, dann kann ich deren Schnitt bilden und das Ergebnis ist auch wieder eine Menge. Wo man zuerst sagen könnte, wer sagt das überhaupt? Und vielleicht gibt es zwei Mengen, die, wenn ich sie schneide, kommt irgendwas Komisches raus, was ich vielleicht nicht mehr als Menge auffassen will. Nein, dieses Axiom sagt, nee, da kommt immer wieder eine Menge raus. Das kann man aber nicht beweisen. Es ist zwar eine Aussage, aber es ist nicht beweisbar. Wir müssen das einfach glauben. Oh, Sie können es auch nicht glauben, aber dann spielen Sie ein anderes Spiel. Also wir spielen hier das Spiel, zu dessen Spielregeln es gehört, dass der Schnitt zweier Mengen immer wieder eine Menge ist. Man kann dann fragen, welche, das ist eine andere Frage, aber wir stellen nicht in Frage, dass der Schnitt zweier Mengen wieder plötzlich ein Auto ist oder vielleicht gar nicht existiert oder sowas, sondern Sie können Mengen immer schneiden und das Ergebnis ist wieder eine Menge und Sie können Mengen immer vereinigen, das Ergebnis ist immer wieder eine Menge. Und das ist hier aber jetzt ein bisschen bombastisch aufgeschrieben. Da kommen da jetzt Symbole vor, die vielleicht furchteinflößend sind. Aber das sollten wir uns anschauen. Das lohnt sich, weil wir müssen immer auch den Fall mitdenken, dass Mengen nicht endlich sind. Ja, also wir haben ja schon eine unendliche Menge, diese hier. Und meistens werden uns zumindest irgendwie in der Theorie, meistens werden uns unendliche Mengen, wir werden es viel mit unendlichen Mengen zu tun haben. Also, ja. Und da braucht man dann eine geeignete Notation, um diese Dinge zu beschreiben. Und das, was dieses Axiom hier macht, ist, es führt so etwas von dieser Notation ein. Und zwar betrachtet dieses Axiom jetzt auch den Fall, dass ich nicht nur zwei Mengen miteinander schneiden oder vereinigen will, sondern dass ich ganz viele Mengen habe, vielleicht unendlich viele Mengen und will die alle miteinander vereinigen oder schneiden. Und das ist hier diese Notation, das ist so ein großes Vereinigungszeichen. Also Sie kennen wahrscheinlich jetzt Vereinigung von A und B und den Schnitt von A und B.
Das ist damit abgedeckt, aber damit ist noch viel mehr abgedeckt. Das Zeichen ist hier so ein bisschen wie vielleicht, wenn Sie das Summenzeichen schon mal gesehen haben. Summe k von 1 bis n ak. Also damit ist dann gemeint a1 plus 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 an. Und sowas ist das hier auch. Also hier haben wir ein k, das läuft von 1 bis n durch die ganzen Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5 bis n. Und alles, was da auf dem Weg auftritt, von 1 bis n, wird in diese Summe reingenommen. Und hier ist das hier ist ein Lambda, ein kleines Lambda. Das entspricht dem k hier. Und hier läuft das Lambda läuft jetzt nicht von 1 bis n. Das könnte ich auch machen, aber das ist mir dann immer noch zu präzise, weil dann hätte ich zwar hier statt zwei Mengen, hätte ich dann vielleicht n Mengen, die ich vereinigen will, aber das. Ich will es so machen, dass es auch für unendlich viele gilt. Und deshalb nehme ich hier eine Menge. Das ist ein großes Lambda, dieses Symbol. Die soll nicht leer sein. Dieses hier in der Analogie von dem Summenzeichen entspricht das Lambda der Indexmenge, durch die das k läuft. Also das wäre hier 1, 2, 3 bis n. Und was dann hier gemeint ist, ist die Vereinigung. Die Vereinigung von allen Mengen, denen ich begegne, wenn ich das Lambda laufen lasse durch diese Menge Groß Lambda. Ja, also das ist, beim Summenzeichen kann man das auch schreiben. Ich könnte schreiben, die Summe über alle AK für die K durch 1 bis n läuft. So, okay, und dann wäre das hier das Lambda. Kleinlambda, das wäre das Großlambda. Und hier habe ich eben beim Summieren, habe ich für jedes k irgendeine Zahl. Und die summiere ich alle auf. Und das ist hier genauso. Ich habe hier für jedes Lambda aus Lambda habe ich irgendeine Menge. Also wenn Sie sich vorstellen, dass dieses Großlambda eine sehr große Menge ist, zum Beispiel die Menge aller natürlichen Zahlen, dann haben Sie hier jeder natürlichen Zahl eine bestimmte Menge zugeordnet, die Menge a Index Lambda. Okay? Und das, was dieses Symbol hier, dieser Ausdruck hier, bezeichnet, ist die Vereinigung von all denen. Also Sie sagen, also wir wollen ausdrücken, die Vereinigung von all diesen vielen, möglicherweise sehr vielen, Mengen, denen ich begegne, wenn ich das Kleinlambda durch das Großlambda laufen lasse und für jedes Lambda schaue, was ist die zugehörige Menge A Index Lambda. Ja? Okay, und das soll dann die Vereinigung sein. So, die gibt es aber jetzt noch nicht, sondern da muss man jetzt das Axiom erst gewährleisten, dass diese Vereinigung auch existiert. Und dazu muss ich im Axiom jetzt formal hinschreiben, was bedeutet das? Oder was ist mit diesem, ich habe es jetzt informal erklärt, damit Sie ungefähr wissen, worauf wir hinaus wollen, informal erklärt, was dieses Ding heißen soll. Aber hier, das ist jetzt der offizielle Gesetzestext, das ist diese Formel, die festlegt, was dieses Symbol bedeuten soll. Dieses Symbol soll eine Menge sein mit der Eigenschaft, dass ein Objekt, genau dann zu dieser Menge hier gehört. Ja, also x ist wieder wie vorher. X läuft durch alle möglichen Objekte. Wir prüfen die alle. Und für jedes Objekt ist festgelegt, gehört es zu dieser Menge, dieser neuen Menge hier oder nicht. Und es ist festgelegt durch diese Formel, die nämlich sagt, es soll genau dann, das x hier, soll genau dann Element von dieser Menge hier sein. Entschuldigung. Genau dann Element von dieser Menge sein, wenn es zu irgendeiner von diesen Mengen A Lambda gehört. Also falls, das hier wieder so ein komisches Symbol, das haben wir vorher nicht gesehen, wir haben schon diesen hier da oben da gesehen, das ist der Allquantor, der sagt, für alle x gilt irgendwas. Und das hier sagt, es gibt ein, so das. Also hier das sagt, es gibt ein Lambda aus Lambda mit der Eigenschaft x ist in A Lambda. Boah! Ja, das ist krass.
Aber bewahren Sie Ruhe, das ist nicht so schlimm. Erstens, wir werden uns dran gewöhnen. Und zweitens, in den Anwendungen, wo wir es dann brauchen, ist es konkreter. Und da können Sie sich eher was dazu, darunter vorstellen. Also hier ist es halt jetzt notgedrungen etwas nebelig. Das müssen wir ein bisschen aushalten. Okay. Aber wir kriegen das schon hin. Also schauen wir noch das andere an. Ich habe jetzt die ganze Zeit über die Vereinigung gesprochen. Und hier gibt es dann noch den Schnitt. Der ist so ähnlich definiert. Der Schnitt soll sein die Menge hier, die dadurch charakterisiert ist, dass ein Objekt X zu der Menge gehört, genau dann, wenn das X zu jeder von diesen Mengen A Lambdas gehört. Okay, das ist also ziemlich analog. Der Unterschied ist, Vereinigung ist, es reicht, wenn es zu einem von denen gehört, die ich da vereinige, und Schnitt heißt, es muss zu allen gehören von denen, die ich da vereinige. Okay, dann nennt man das eben Vereinigung bzw. Schnitt und ja, und es gibt dann auch Alternativschreibweisen, zum Beispiel, falls diese Indexmenge hier die Menge 1 bis n ist, dann würde man das auch so schreiben, so ein bisschen wie beim Summenzeichen, von dem das ja auch herkommt, oder hier, so wie ich dieses hier geschrieben habe, mit Punkt, 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 kann man auch, und beim Schnitt genauso, so oder so. Okay. Ja, und das hier ist dann auch wieder als Spezialfall da drin enthalten. Da haben wir nämlich zwei Mengen, das heißt die Indexmenge Lambda hätte zwei Elemente, zum Beispiel ja, 1 und 2. Und dann wäre das A hier ist vielleicht das A1 und das B ist das A2 und dann ist die Vereinigung hier, wäre dann die Vereinigung über alle I's aus der Menge 1, 2 von AI. Okay, so ganz allgemein geschrieben. Okay, also das muss man ein bisschen üben und ein bisschen damit vertraut werden, aber es ist an sich es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Wir haben dann später Dinge, die sind schlimmer, als sie aussehen. Das ist gefährlich, ja, weil man da meint, man hat was verstanden und übersieht vielleicht, dass es dann noch mehr zu verstehen gibt. Hier ist es meistens umgekehrt, dass man zuerst sehr erschreckt ist und glaubt, um Himmels Willen, was ist denn da los? Und in Wirklichkeit ist da aber nichts dahinter. Das ist nur komische Zeichen, aber in Wirklichkeit ist das etwas ganz Naheliegendes. Es ist genau so gemacht, wie Sie es sowieso erwarten würden. Da ist also jetzt nicht irgendwas Kleingedrucktes dabei, vor dem man sich fürchten muss. Okay, machen wir gleich weiter mit dem nächsten Axiom. Einen habe ich noch. Ja, und da ist jetzt blöd. Also ich hab ja gesagt, ich kann Ihnen jetzt nicht wirklich ganz wirklich eine saubere Axiomatik machen, sondern ich versuche nur Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln. Und hier ist jetzt so eine Situation, wo ich schummeln muss, weil eine Sache, die Sie in der Mathematik nie machen dürfen, ist, also wenn Sie eine Definition haben, dass in der Definition dann Begriffe vorkommen, die nicht vorher schon definiert worden sind. Also Sie dürfen nie in einer Entwicklung von einer Theorie irgendwie vorgreifen und sagen, ja, in 5 Seiten sehen wir irgendwas und wir verwenden das aber jetzt schon, weil vielleicht kriegen Sie sonst so ein zyklisches Argument und das ist ganz schlimm, weil damit können Sie alle möglichen Dinge beweisen, aber das hat überhaupt dann keine logische Beweiskraft, sondern na, Sie merken das dann vielleicht nur nicht, dass Sie sich da logisch im Kreis drehen. Und hier ist aber, weil wir jetzt irgendwie am Anfang stehen und noch nicht genug Begriffe zur Verfügung haben, muss ich ja mal diesen Kunstgriff machen und einen Vorgriff machen. Ich verspreche, das ist auch das letzte Mal, dass ich einen Vorgriff mache. Das mache ich hier nur. Und ich verspreche Ihnen auch, man könnte das auch vermeiden. Es ist nicht wirklich nötig. Es ist jetzt nur
um es nicht komplizierter zu machen, als es sein muss. Das ist eine kleine Vereinfachung. Und zwar muss ich hier von einem Funk, ja, ich muss voraussetzen, dass Sie schon wissen, was eine Funktion ist. Das ist einerseits wahrscheinlich gerechtfertigt, weil Sie in der Schule schon mit Funktionen zu tun hatten. Andererseits, wir werden über den Funktionsbegriff noch zu reden haben. Also in Abschnitt 3 der Vorlesung in nicht allzu ferner Zukunft werden wir uns noch genau damit befassen, was wir unter dem Begriff der Funktion verstehen und was nicht und inwiefern sich das unterscheidet zum Funktionsbegriff, wie er oft an der Schule unterrichtet wird. Werden wir dann diskutieren. Also, nehmen wir jetzt mal an, zumindest eine Intuition, das Funktionsbegriff dürften Sie ja bereits haben. Da ist also ein F, es gibt zwei Mengen, A und B, und das Axiom soll mir jetzt irgendwie sagen, aus dieser Menge kann ich neue Menge konstruieren mit einer bestimmten Charakteristik und diese Menge existiert dann auch wieder. Das ist das, was das Axiom wieder sagen wird. Aber um diese Menge zu beschreiben, brauche ich eben zwei Startmengen, A und B, und eine Funktion, die Elemente aus der einen Menge nimmt und sie abbildet auf Elemente aus der anderen Menge. Oh, und noch eine weitere Funktion. Ich brauche zwei Funktionen. P ist auch eine Funktion. Und die ordnet jedem Element von A einen Wahrheitswert zu. Und da habe ich einmal als T und F geschrieben. Soll für True und False stehen. Ich hätte auch W und F nehmen können für wahr und falsch. Das ist natürlich egal. Sowas nennt man ein Prädikat. Also eine Wahrheitsfunktion, eine Funktion, die jedem Element von A zuordnet, wahr oder falsch. Das heißt, das P ist dann eine Eigenschaft, die Elemente von A haben können oder nicht. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, A ist die Menge aller ganzen Zahlen und dann könnte P, ja, P trifft sich gut für Prim. Und dass es sich um eine Primzahl handelt. Das wäre dann die Funktion, die jeder Primzahl den Wahrheitswert t zuordnet und jeder anderen Zahl den Wahrheitswert f. Und damit ist in dieser Funktion der Begriff der Primzahl als Funktion kodiert. Okay? Sowas brauchen wir. Und dann sagt das Axiom, es gibt eine Menge c mit der Eigenschaft, dass jedes Objekt y, warum jetzt plötzlich y? Vorher haben wir immer x gesagt. Ja, das ist egal. Also wenn Sie sagen, für alle x gilt irgendwas, wo das x drin vorkommt, dann ist das genau gleichbedeutend mit, wenn Sie sagen, für alle y gilt irgendwas, wo y drin vorkommt. Das ist genau dasselbe. Sie haben dann nur Variablen umbenannt, aber sie gehen im oberen Fall durch alle Objekte des Universums durch und nennen das halt kurz mal x, bevor sie das nächste anschauen und drücken dann das, was ausgesagt werden soll über alle Objekte, hier innen drin mit der Variable x aus. Ja, also zum Beispiel für alle Zahlen x gilt, x ist größer als 0. Vielleicht. Ja, das ist eine falsche Aussage, aber es ist eine Aussage. Und wenn Sie stattdessen sagen, für alle Zahlen y gilt, y ist größer als 0, ist genau dieselbe Aussage. Ja? Sie können also sowohl x als auch y nehmen. Aber erklärt jetzt noch nicht, warum ich hier jetzt plötzlich gewechselt habe. Vorher habe ich immer x genommen und jetzt plötzlich y. Das liegt jetzt daran, dass ich das x hier drin verwenden will. Und so, also Aussagen können verschachtelt sein. Also hier, wir hatten mehr. Ja, wir hatten vorher auch schon eine verschachtelte Aussage. Hier hatten wir gesagt, für alle x gilt irgendwas und in dem irgendwas drin steht dann eine Unterformel, die sagte, es gibt ein Lambda, so das. Und hier steht dann irgendwas, das enthält sowohl das x als auch das Lambda.
Und das können Sie natürlich nur machen. Also Sie können hier irgendeine Variable nehmen und dann, Sie können hier sagen μ und da auch μ. Sie können hier sagen y, wenn Sie überall sonst auch y sagen. Das wäre alles okay. Sie müssen nur darauf achten, dass Sie nicht hier und da dasselbe nehmen. Und hier ist es eben, ja, da habe ich mir jetzt aus irgendeinem Grund gedacht, ich mag hier ein x nehmen, weil man bei Funktionen irgendwie typischerweise Funktionen auf x anwendet. Und wenn ich aber hier innen jetzt x sage, dann darf ich außen nicht auch x sagen, weil sonst ist bei dem x hier jetzt nicht klar, bezieht sich der auf den oder wenn da hier x stehen würde, ist das der. Ja, also da müssen Sie schauen, dass Sie für verschiedene Quantoren immer verschiedene Variablen verwenden. Sonst führt es zu Missverständnissen. Okay, also, dann ist das geklärt und gehen wir zurück zur Frage, was drückt dieses C aus? Die Elemente von C sollen genau die Elemente sein, für die gilt, es gibt irgendein x aus der Ursprungsmenge, auf der die Funktion definiert ist, für die das p den Wahrheitswert t liefert und für die das f das y liefert. Also das, okay, also mit anderen Worten, jedes Element von C soll sein ein Funktionswert von der Funktion f für irgendein bestimmtes Argument x, das so ist, dass das p dieses x zulässt. Für dieses x sagt, ja, das ist okay, das ist true. Okay, also das ist ein bisschen tricky. Und brauchen wir dann Beispiele? Wir machen gleich Beispiele zu all diesen Dingen. Machen wir aber zuerst mal ein bisschen Notation und vielleicht kommt es Ihnen dann auch schon bekannt vor. Und zwar diese Notation ist es. Was hier in dem Axiom geklärt wird. Das ist ist eine Notation, die auch Schwierigkeiten macht. Aber wie liest man das? Die Notation sagt, ich bezeichne hier die Menge aller f von x, wo x durch a läuft und p von x gilt. Okay. Also stellen Sie sich vor, Sie schreiben irgendwie ein Programm, das geht alle Elemente von A durch mit einer Schleife und guckt für jedes Element, was sagt das P dazu? Das P sagt entweder ja oder nein. Und wenn das P ja sagt, dann lasse ich das F drauf los und kriege irgendein Ergebnis und das gebe ich zu der Menge dazu. Okay? Und wenn Sie dann durch alle Elemente von A durchgegangen sind, dann haben Sie halt verschiedene Elemente von B im Laufe dieser Schleife da hinzugefügt. Und das sind genau die Elemente der Menge, die mit dieser Notation hier bezeichnet wird. Und also hier ist so ein Doppelpunkt, das liest sich als für die gilt. Ja, oder so dass die Menge aller f von x, so dass x in A ist und p von x gilt. Und manchmal, je nachdem, wie was gerade in der Umgebung steht, ist es zweckmäßiger, da einen senkrechten Strich zu machen als einen Doppelpunkt. Das ist aber dasselbe. Und wenn die Funktion manchmal braucht man kein p, das entspricht dann dem Fall, dass man ein p hat, das immer ja sagt, dann lässt man das einfach weg und schreibt einfach Menge aller f von x, wo x durch a läuft. Und manchmal hat man auch kein f. Das entspricht dem Fall, wo man in Wirklichkeit das f hat, das jedes x auf sich selbst abbildet. Dann schreibt man das so und sagt, ja, dann ist das die Menge aller x aus A, für die gilt irgendwas. Okay, das ist das. Okay, also jetzt machen wir ein paar Beispiele. Zuerst machen wir zwei Bilder. Hier haben wir zwei Bilder, die Vereinigung und Schnitt symbolisieren. Das ist Ihnen sicher geläufig, dass man sich das so vorstellen kann. Und jetzt schauen wir ein paar Beispiele an zu diesen Begriffen. Beispiele. So, also wir hatten schon gesagt, 1, 2,
2, 3. Das ist die Menge. Erinnern Sie sich an das erste Axiom. Das erste Axiom sagte, bei endlich vielen Elementen kann ich immer die zu einer Menge zusammenfassen. Und charakteristisch für die Menge ist eben, wann gehört ein Element, ja, wann gehört ein Objekt dazu und ist ein Element der Menge und wann nicht. Und das führt aber jetzt dann dazu, dass man Mengen mehr auf mehrere Arten schreiben kann. Also 1, 2, 2, 3 ist dasselbe wie 1, 2, 3 und das ist auch dasselbe wie 3, 2, 1. Das ist immer dieselbe Menge, weil jede dieser Mengen enthält 1, 2 und 3 und sonst nichts. Und für eine Menge ist eben nur charakteristisch, was ist drin und was ist nicht drin. Schneiden kann man auch. Okay, 1, 2, 3. Geschnitten mit 2, 1, 5 wäre die Menge 1, 2. Vereinigen geht so. 1, 2, 3 vereinigt mit 2, 3, 4 ist 1, 2, 3, 4. Das ist nicht überraschend. Vielleicht ein Beispiel mit großen Symbolen. Wir könnten dann zum Beispiel sagen, die Vereinigung über alle, ja, sagen wir, über alle n aus n. So, also gut. Jetzt muss ich hier irgendeine Menge schreiben, die von n abhängt oder von n abhängen darf. Ja, schreibe ich hier eine Menge hin. Zum Beispiel, ja, und dann nehmen wir das aus dem vierten Axiom und sagt, die Menge aller x aus r, für die gilt, ja, was denn zum Beispiel? Minus 1 durch n plus 1, kleiner gleich x, kleiner gleich 1. Ja, zum Beispiel, von mir aus. So. Also das wäre dann hier, wenn man hier sagt, das sind die reellen Zahlen, so, dann ist hier irgendwo 1 und dann hier ist minus 1 durch n plus 1 für irgendein n. Also das ist dann hier, also sagen wir, das ist hier minus 1 durch 5 plus 1, okay, und dann ist hier minus 1 durch 6 plus 1 und dann hier ist minus 1 durch 7 plus 1. Und diese Menge hier, die hier drinnen steht, diese hier, das ist immer für jedes spezifische n, habe ich hier eine Menge und die geht dann immer von diesem Punkt bis zu n. So, das ist so ein Intervall. Also dieses oder dieses oder dieses. Und das ist jeweils das, was hier innen drin steht. Und das Ganze hier, das ist die Vereinigung von allen denen. Ja, und dann ist halt so, dass das in dem Fall kann man sich dann überlegen, was das ist. Ist das Größte. Aha. Das ist die, ja, das ist genau die Menge aller x aus r. Für die gilt minus 1 halb. Das ist kleiner gleich x, kleiner gleich 1. Okay. Und wenn man sagt, wie wäre das mit dem Schnitt? Machen wir das mit dem Schnitt auch. N aus n. Ich schneide alle folgende Mengen, ganz viele Mengen, unendlich viele Mengen. Für jedes n aus n, für jede natürliche Zahl habe ich eine Menge. Und zwar nehme ich hier, ja, na, nehmen wir wieder sowas. Vielleicht nehmen wir genau das gleiche. Die Menge aller x aus r, für die gilt minus 1 durch n plus 1, kleiner gleich x, kleiner gleich 1. So, das wäre dann, was wäre das dann? Oh, das kann man dann auch so schreiben. Also da nehme ich jetzt, da wird jetzt immer, hier bei dem werden die alle zusammengekippt. Und beim unteren wird nur genommen, was zu allen von denen gehört. Und das dürfte sein, die Menge aller x aus r, für die gilt 0. Kleiner gleich x, kleiner gleich 1.
Ja, weil es genau, also weil diese Mengen hier, die werden immer kleiner, die gehen immer so, das ist das erste, dann n gleich 1, dann n gleich 2 geht so, die enden dann immer bei 1, dann geht das so und es wird zwar immer weniger, aber hier bei 0 stabilisiert sich das, also da geht das so dagegen der Anfangspunkt immer. So. Okay, also Sie sehen hier, ich habe schon angekündigt, ich werde die reellen Zahlen in Beispielen brauchen. Hier habe ich sie ja mal eingesetzt als Beispiel. Das werde ich öfter machen, aber für die Theorie ist das unerheblich. Die Theorie sagt nur irgendwelche Mengen und gut. Was haben wir noch? Oh ja, machen wir noch ein Beispiel. Die Menge aller x Quadrat, für die gilt, x ist eine ganze Zahl und x ist prim. So, das ist auch sowas, wo wir haben hier eine Grundmenge z, die ganzen Zahlen, von denen nehmen wir an, wir wissen schon, was sie sind. Und machen jetzt eine neue Menge daraus und das ist eben so mit dieser Notation kann ich das machen. Das Axiom sagt, das Ding, was ich da hier jetzt meine, ist tatsächlich eine Menge, deren Existenz wir nicht hinterfragen wollen, sondern da gehen wir davon aus, als Menge existiert das und wir kommen da nicht in Schwierigkeiten. Aber welche Menge ist gemeint? Es ist die Menge gemeint, die ich kriege, wenn ich durch alle ganzen Zahlen durchgehe, negative auch, also minus 5 und plus 17 und 0 und 28 und minus 97 und alle diese Zahlen, die gehe ich alle durch in irgendeiner Reihenfolge, ist egal. Und dann gucke ich für jede Zahl, ist die prim? Wenn nicht, werfe ich sie weg. Wenn ja, dann berechne ich ihr Quadrat. Das ist dann natürlich nicht mehr prim. Und das Quadrat, das gebe ich in die Menge. Und das, was dann am Ende rauskommt, das ist die Menge, die mit dieser Notation bezeichnet ist. Also könnten wir sagen, das wäre. Also ja, jetzt müssen wir natürlich sagen, prim, da müssen wir auch erstmal sagen, was ist damit eigentlich gemeint. Aber die Primzahlen, das sind 2, 3, 5, 7 und so weiter. Strittig könnte jetzt noch sein, ob 1 eine Primzahl ist oder 0, 0 vielleicht. Nein, das sind aber keine Primzahlen. Okay, also da könnte man vielleicht drüber streiten, es ist aber nicht unser Thema. 0 und 1 sind keine Primzahlen. 2 ist also die erste Primzahl, die ich hier begegne, für die dieser Test hier ja liefert. Und dann muss ich das 2 quadrieren, kriege ich 4. Und dann 3 ist auch eine Primzahl, Quadrat ist 9. Dann 4 ist keine Primzahl, 5 ist eine Primzahl, Quadrat ist 25, 6 nicht, 7, 8, 9, 10, 11 ist eine Primzahl. Dann 13, 14, 15, 16, ja, und dann macht es dann keinen Spaß mehr. Okay. Also das ist eine unendlich große Menge, wo, wenn ich jetzt nur diese ersten paar Dinge hinschreiben würde, dann würde man vielleicht mit dem Punkt, Punkt, Punkt nicht viel anfangen können und nicht gleich sehen, naja, wie geht denn das weiter? Aber hier, das ist eine Notation, die jetzt vielleicht nicht so leicht zu lesen ist, aber bei der ist komplett festgesetzt, was ist das für eine Menge? Was ist da drin und was ist nicht drin? Und hier, das ist leichter zu lesen, aber eventuell hier wegen den Punkten missverständlich. So, jetzt habe ich Ihnen gesagt, das sind jetzt Axiome. Also machen wir mal da eine Pause mit den Axiomen. Es kommen dann noch zwei weitere, vielleicht im nächsten Video. Und dann ganz viel später werde ich noch eins nachliefern. Aber ich habe eben gesagt, es gibt diese Unterscheidung in Definitionen und Sätze und Axiome, die man halt ganz am Anfang einmal braucht und dann normalerweise nicht mehr wieder. Wir haben jetzt aber noch keine Definition gesehen und noch keinen Satz. Wir haben aber schon etwas verwendet, was eventuell definitionswürdig ist. Und zwar dieses Symbol hier, gleich. Ja, also das kommt auch im Axiom schon vor, glaube ich, vielleicht irgendwo. Nee, klar, ja, vielleicht nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls,
Die Gleichheit, der Gleichheitsbegriff ist auch wieder etwas, wo man eben verschiedener Ansicht eventuell sein kann, ob zwei Dinge gleich sind oder nicht. Und jetzt haben wir offiziell einmal Mengen eingeführt. Also es gibt Mengen und man könnte jetzt sagen, was heißt es, dass zwei Mengen gleich sind? Ja, also man könnte sich auf den Standpunkt stellen, das verlangt nach einer Definition. Ja, und wir tun mal so, als wären wir wirklich so pingelig und wollen das ganz präzise definieren. Was bedeutet es, dass zwei Mengen gleich sind? Das ist jetzt unsere erste Definition. Ja, also wir nehmen zwei Mengen und legen fest die Begrifflichkeit gleich für Mengen. Sagen zwei Mengen, diese beiden Mengen hier, heißen oder werden genannt gleich zueinander. Und dann wird hier dann eine Notation eingeführt. Eine Notation, wir sagen, wir schreiben das hier, sagen das hier und meinen das hier. Und was meinen wir da? Wir meinen, dass für jedes Element, nein, nicht für jedes Element, für jedes Objekt des Universums gilt, es gehört zu der einen Menge, genau dann, wenn es zu der anderen Menge gehört. Also es ist ein Element von der einen. Wenn es ein Element von der einen ist, dann ist es ein Element von der anderen. Wenn es beim einen nicht drin ist, ist es beim anderen auch nicht drin. Und umgekehrt, wenn es da drin ist, ist es da drin. Wenn es da nicht drin ist, ist es da nicht drin. Wenn es da drin ist, ist es da drin. Wenn es da nicht drin ist, ist es genau gleich eben. Ja, es ist, weil die Information, die eine Menge kodiert, ist ja nur, wer gehört dazu und wer spielt nicht mit. Und wenn die Mitspieler in beiden Fällen dieselben sind, dann legen wir fest, ja, dann sind es auch die Mengen als Objekte sind dann gleich. Dann ist also die Frage hinfällig, ob es zwei Mengen gibt, die 1 und 2 enthalten und aber trotzdem als Mengen verschieden sind. Nein, das kann nicht sein, weil wir hier festlegen, Gleichheit von Mengen soll eben bedeuten Gleichheit der Elemente. Gut, jetzt könnten Sie sagen, das ist ein bisschen geschummelt, weil Gleichheit ist ein so fundamentaler Begriff, da macht es keinen Sinn. Also da sind wir uns eh alle einig, was das bedeutet. Und wenn wir uns bei gleich nicht einig sind, was es bedeutet, wieso definiere ich dann nicht auch, was dieses Symbol hier bedeutet? Das habe ich auch nicht festgelegt, da habe ich einfach nur gesagt, wie das zu lesen ist oder dieses Symbol hier. Warum mache ich jetzt da hier so ein Theater um die Gleichheit von Mengen? Und nicht um die anderen. Ja, das wäre ein berechtigter Einwand. Aber wir müssen halt irgendwo anfangen. Dass ich hier jetzt die Gleichheit definiere, ist eher so ein bisschen eine Illustration. Es ist Teil dessen, dass ich Ihnen zeigen will, wie die Dinge so aufgebaut werden. Es geht hier jetzt nicht darum, dass ich Ihnen vermittle den Gleichheitsbegriff an sich, sondern es geht darum, ein bisschen das Prinzip der Definition zu illustrieren und sich daran zu gewöhnen, dass man hier einen Begriff einführen muss und ihn auf andere Begriffe zurückführt, indem man ihn auf andere Begriffe zurückführt. Und ich nehme hier stillschweigend an, dass wir uns vorher schon, also gestern im 0. Video auf die Grundregeln der Logik geeinigt haben. Die stehen irgendwie noch vor den Mengen. Und die Grundregeln der Logik, die sagen eben, was mit diesen Symbolen hier gemeint ist und mit diesen Symbolen. Und die einzuführen, das würde zu weit führen. Wenn wir das jetzt auch alles noch machen würden, dann kommen wir nie irgendwo, dann kommen wir nie über die elementaren Grundlagen hinaus. Aber natürlich nicht ganz gerechtfertigt, diese Sachen einfach so jetzt als bekannt vorauszusetzen, denn ich mag nicht wirklich annehmen, dass Sie mit diesen Notationen schon virtuos umgehen können. Aber ich mag sie auch nicht erklären, weil man lernt diese Sachen dann doch, glaube ich, besser dadurch, dass man sie anwendet. Man kann das alles formal präzise
festlegen, aber das ist dann als Lernmethode nicht mehr so geeignet, meiner Meinung nach. Deshalb tun wir mal so, als hätten wir Logik schon irgendwie begriffen. Und Sie haben eine andere Lehrveranstaltung, in der Sie über diese Dinge dann im Detail reden können. Aber wir verwenden sie jetzt mal so und tun so, als würden die logischen Begriffe schon zur Verfügung stehen und mit deren Hilfe definieren wir dann und beweisen alles andere. Okay, zum Beispiel eben den Begriff der Gleichheit, auch wenn der Ihnen jetzt nicht so neu erscheinen mag. Auch der Begriff der Teilmenge, den können wir hier jetzt einführen, sagen, wir haben Mengen und wenn ich Mengen habe, dann kann ich definieren, das ist kein Axiom jetzt, aber darauf kommt es mir jetzt ein bisschen eher an, dass Sie sehen, der Unterschied zwischen Definition und Axiom. Hier habe ich nur gesagt, bei Teilmenge, wenn ich zwei Mengen habe, A und B, dann kann eine sogenannte Teilmenge der anderen sein und oder eben auch nicht. Und ob das der Fall ist, das hängt davon ab, ob eine bestimmte Beziehung gilt oder eben nicht gilt. Und diese Beziehung, die wird hier wieder mit einer logischen Formel ausgedrückt. Und wenn wir eben annehmen, mit logischen Formeln wissen wir, wie die zu lesen und zu interpretieren sind. Und da gibt es keinen Verhandlungsspielraum, was das eventuell bedeuten könnte, sondern das ist ganz präzise festgelegt. Dann ist eben damit auch präzise festgelegt, was mit dem Begriff der Teilmenge gemeint ist. Okay, und was ist hier? Also hier habe ich es jetzt natürlich nicht eingeführt, die logischen Symbole, aber ich lese es Ihnen vor und vertraue auf Ihre Intuition, dass Sie das richtig verstehen, was ich Ihnen da vorlese. Also richtig, also so wie es gemeint ist. Und zwar soll gelten, dass A eine Teilmenge von B ist, wenn für jedes Objekt gilt, wenn es in A ist, dann ist es auch in B. Das heißt, anders gesagt, also jedes Element von A ist auch ein Element von B. Das hier ist jetzt ein Wenn-Dann. Achten Sie darauf, der hat nur eine. Anders als hier. Der hier hat zwei. Der ist auch ein bisschen länger. Das ist aber egal. Der ist länger, der ist kürzer. Darauf kommt es nicht an. Aber die zweite Zeilspitze, die ist nicht nur dekorativ. Die hat eine andere Bedeutung. Die hier sagt, es ist genau dann das eine, wenn das andere. Und die hier sagt, wenn das eine, dann das andere. Und ob auch in die andere Richtung, ist mir jetzt egal. Okay? Wenn das so ist, dann können Sie nur sagen, das Ding ist eine Teilmenge. Das eine vom anderen. Also das A vom B. Und das Gegenstück davon ist der Begriff der Obermenge. Obermenge ist so analog definiert, wie man sagt. Wir sagen, A ist eine Obermenge von B. Wenn gilt, jedes Element von B ist auch ein Element von A. Dann ist das A eine Obermenge von B. Dann gibt es noch den Begriff der Disjunktheit. Zwei Mengen sind zueinander disjunkt, wenn ihr Schnitt leer ist. Also da sehen wir jetzt, wir beginnen jetzt schon ein bisschen aufzubauen, weil hier habe ich jetzt einen neuen Begriff eingeführt, den Begriff der Disjunktheit. Und habe darin den Begriff der Gleichheit verwendet. Haben Sie gar nicht gemerkt, weil es eben so vertraut ist. Und den Begriff der leeren Menge, der ist durch das Axiom, also da war die Definition der leeren Menge in ein Axiom eingeschmuggelt. Und den Begriff des Schnitts. Ja, also da habe ich aus drei Begriffen einen neuen konstruiert. Okay, und dann gibt es dann noch das Komplement A ohne B. Das kann ich auch schreiben mit dieser Notation, die das vierte Axiom zur Verfügung gestellt hat. A ohne B, das ist die Menge aller Elemente von A, für die gilt, es ist nicht ein Element von B. Also ich könnte hier auch x schreiben, die Menge aller x aus A, für die gilt, x ist nicht in B. Also denken Sie wieder dran, Sie gehen irgendwie konzeptuell, Sie gehen alle Elemente der Menge A durch, one by one, nacheinander. Für jedes von denen prüfen Sie, ist das in B? Wenn nicht, dann geben Sie es in die Menge, die hier erzeugt wird und ansonsten werfen Sie es weg. Und das, was dann am Ende übrig bleibt, das ist die Menge, die hier gemeint ist. Und für die dann hier eine Notation eingeführt wird und eine Sprechweise, Komplement.
Okay, also hier haben wir das Prinzip der Teilmenge. A ist eine Teilmenge von B und hier das Prinzip des Komplements. Sie können das Komplement von A, also von, man sagt, was ist das Komplement von B bezüglich A. So bilden und dazu muss das B nicht unbedingt eine Teilmenge sein. Sie können auch was rausnehmen, was gar nicht drin ist, hier, nachdem wir es definiert haben. Und es ist halt einfach alles, was nicht vorher drin war. Also Sie können hier das jetzt auch rausnehmen, das war eh nicht dabei, aber das ist egal, das stört nicht. So wie das da steht, ist es einfach der graue Bereich hier. So. Jetzt haben wir eine Definition gesehen. Jetzt haben wir eine Definition gesehen und wir haben ein Axiom gesehen. Und was uns jetzt noch fehlt, ist ein Satz. Beim Satz hängt immer auch dran ein Beweis. Das kommt jetzt praktischerweise als nächstes. Ein Satz. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten, werden wir den Satz nicht in aller Breite besprechen können, aber wir können schon mal anfangen. Was war das jetzt prinzipiell ein Satz? Ein Satz ist etwas, das drückt einen Zusammenhang aus. Meistens sind die Sätze, mathematische Satz, warum heißt das Satz? Denken Sie an den Satz des Pythagoras, ja? Der sagt, in einem Dreieck gilt irgendetwas. Ja? Und das ist eine Behauptung, die zunächst einmal wahr oder falsch sein kann. Es ist keine Festlegung, sondern es ist etwas, von dem die Behauptung ist, es folgt aus vorherigen Festlegungen. Zum Beispiel im Satz des Pythagoras darüber, was ein Dreieck ist und was rechtwinklig bedeutet und so, das muss man zunächst alles festlegen. Und dann, sagt der Satz, dann gilt irgendwas. Okay? So, und wir haben jetzt schon ein paar Festlegungen gemacht, nämlich in den Axiomen, die sagten, ja, es gibt immer so und so Mengen, die existieren alle, und wenn man da Mengen hat, dann kann man daraus neue machen, und die existieren dann auch. Okay? Und dann hatten wir Definitionen, in denen wir gesagt haben, was ist disjunkt, was ist gleich für Mengen, und was heißt Teilmenge und Komplement. Da ist auch noch nichts behauptet worden, sondern da haben wir nur festgelegt, was bedeuten diese Begriffe. Wie wollen wir sie interpretieren? Was verstehen wir darunter? Und der Satz sagt jetzt zum ersten Mal, welche Zusammenhänge es gibt zwischen bestehenden Begriffen. Okay, schauen wir uns ein paar Beispiele an. Sätze sind immer oft meistens von der Form, wenn irgendwas, dann irgendwas. Also es gibt gewisse Voraussetzungen und unter diesen Voraussetzungen gilt irgendwas. Also hier sind die Voraussetzungen. Seien A, B, C Mengen. Okay, das heißt, das ist eine sehr geringe Voraussetzung, damit werden einfach nur Variablen bezeichnet. A, B und C, also es ist die Rede von irgendwelchen Mengen und die sollen hier mit A, B und C bezeichnet werden. Das ist aber jetzt noch keine Voraussetzung, sondern es ist einfach nur gesagt, der Satz handelt von drei Mengen und die muss ich irgendwie bezeichnen und ich nenne sie A, B und C. Okay, oh, und dann ist da eine weitere Menge. Also eine Indexmenge, wie sie bei dem großen Schnittsymbol und dem Vereinigungssymbol vorkommt. Und dann so eine Zuordnung für jedes Element aus der Indexmenge, so eine Menge. So, und dann hier, also das ist die Voraussetzung, das ist eigentlich gar keine Annahme, sondern nur eine Festlegung von ein paar Bezeichnern, die dann im Satz verwendet werden. Und dann gilt. So, und dann gelten eine ganze Reihe von Rechenregeln. Zum Beispiel gilt, wenn A eine Teilmenge von B ist und B ist eine Teilmenge von C, dann ist A auch eine Teilmenge von C. Ja, und da sagen dann, wenn wir im Hörsaal wären, würden jetzt einige von Ihnen sagen, ja, das ist offensichtlich. Okay, stimmt. Kann man zustimmen, das müsste gelten, aber das reicht nicht, sondern wir wollen jetzt auch sehen, warum ist das so? Und es reicht nicht, dass wir sagen,
Intuitiv ist uns das klar, weil die Intuition führt manchmal in die Irre. Also vielleicht, wenn wir das so glauben, denken wir nur an ganz bestimmte Mengen und übersehen, ah, ne, es gibt ja auch noch ganz komische Mengen, von denen ich noch nie gehört habe, aber die Behauptung ist ja, für die gilt das auch. Das heißt, wir müssen das, bevor wir das als Satz akzeptieren, müssen wir das beweisen. Jetzt sehe ich, dass die Zeit aus ist. Das ist auch ein ganz guter Zeitpunkt. Dann können wir da an der Stelle das nächste Mal wieder einsteigen. Und dann zeige ich Ihnen, was unter einem mathematischen Beweis verstanden wird, anhand von diesem Beispiel. Also anhand von diesem Satz, wo also jetzt der Satz an sich wieder nicht die eigentliche Message ist, sondern die eigentliche Message ist, was ist überhaupt ein Satz? Also hier betrachten Sie das eher mehr ein bisschen so als Beispiel für einen Satz. Und was dann kommt beim nächsten Mal, das ist dann ein Beispiel für einen Beweis, damit wir mal mit einigermaßen einfachen Dingen diese doch nicht so einfachen Konzepte, vor allem des Beweises, dann und eben auch dieser komischen Symbole hier bei dem großen Vereinigungssymbol und dem großen Schnittsymbol, da ein bisschen uns dem nähern und dem vertraut werden. Okay, also dann setzen wir an der Stelle das nächste Mal ein. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.